Ja, Frank Schmidt, es war ein aufregender Tag gewesen, 4-2 Unionau gewonnen. Ja, dein Fazit zum Spiel bitte erstmal. Super. Super aufregend, super spannend, super Leistung von der Mannschaft. Also komplett das, was sie letzte Woche versäumt haben, haben sie hier nachgeholt, nämlich Tore schießen. 6 Tore haben wir geschossen, das darf man nicht vergessen. 2 davon wurden als Abseits gewertet. Naja, aber insgesamt bin ich mit der Leistung mehr als nur zufrieden und ich habe auch erwartet, dass die Dürener sich nicht hier abschlachten lassen werden. Irgendwie, die haben letzte Woche in Rheinbach 4-2 gewonnen, also war damit zu rechnen, dass die einiges drauf haben. Was ist drin mit der Viktoria diese Saison? Tja, schwer zu sagen. Also ich hoffe ja, dass wir auf jeden Fall einen einstelligen Tabellenplatz erreichen werden, unter den ersten 3 am besten. Und warum sollte das nicht der erste sein? Danke dir für das Gespräch. Ja, Thomas Merkel ist ausgewechselt nach 17 Minuten. Was war passiert? Ja, ich habe im Zweikampf das Bein ein bisschen hoch gemacht, ein bisschen unglücklich, eine Zerrung mir zugezogen. Aber ist nichts Schlimmes, müsste also nächste Woche wieder gehen. Alles klar, danke dir. Bitte schön. Ja, Jan Kran, 4-2 gewonnen bei Dion Niederau. Dein Fazit zum Spiel erstmal bitte. Ja, es war heute auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit, aber schlussendlich bin ich schon mit verdient gewonnen. Weil wenn man 3-0 führt, denke ich, sollte man schon das Ding nach Hause fahren. Haben wir uns noch ein bisschen schwer getan, aber im Endeffekt haben wir es jetzt endlich zum Glück nach Hause gefahren. Sehr unangenehmer Gegner gewesen, den ihr gespielt habt. Sehr nickelig auch. Ja, die Zweikämpfe, die waren schon hart, aber ruhig das, ja. Aber auf jeden Fall war schon ein harter Gegner, aber ich fand, wir haben auf jeden Fall verdient gewonnen. Die letzten 2 Spiele waren ja nicht so gewesen, gegen Wesslingen 0-0-0, Winfried 4-0. Was hat der Gegner, hat der Trainer euch vom Spiel gesagt? Ja, also man kann ja immer ein paar schlechte Spiele machen, hat gesagt, wir müssen jetzt mal eigentlich gewinnen und das haben wir heute zum Glück getan. Danke fürs Interview, Jan. Ja, Jürgen Grau, sportlicher Leiter bei Dürren Niederau. Fazit zum Spiel bitte. Ja, ich muss sagen, trotz der Niederlage bin ich nicht unzufrieden. In der ersten Halbzeit haben wir Lehrgeld bezahlt. Viktoria hat sich hier als erfahrene Verbandssiegertruppe präsentiert und ihre Chancen genutzt. Für uns natürlich sehr ärgerlich, weil die Tore, die gefallen sind, durchaus vermeidbar gewesen wären. In der zweiten Halbzeit, finde ich, hat die Mannschaft Riesenmoral bewiesen, nie aufgegeben. Selbst nach dem 3-0 sind wir nochmal wiedergekommen, haben auch spielerisch überzeugt, finde ich, und mit ein bisschen Glück wäre ein Punkt heute möglich gewesen. Strittige Entscheidung am Ende, das mögliche 3-3, was das Schiedsrichter schon als Abseits gegeben hat? Ja, aus meiner Sicht schwierig zu entscheiden. Spieler von uns spielt den Ball Richtung Tor, möglicherweise wird er auch ins Tor getrudelt und dann läuft noch ein weiterer Spieler dazwischen, der den über die Linie tickt und ob der im Abseits war oder nicht, kann ich wirklich nicht beurteilen. Die Schiris haben das wahrscheinlich richtig gesehen. Mit welcher Zielsetzung ist Dürren Niederau in die Saison gegangen? Ja, für uns hat der Klassenerhalt absolute Priorität. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, überwiegend aus eigenen Jugendspielern rekrutiert. Unser Etat ist für die Liga einmalig und mit den Mitteln, mit denen wir hier arbeiten, kann nur der Klassenerhalt Ziel für uns sein. Alles klar, danke fürs Gespräch. Sehr gerne. So, 1. Ja, Franz Wodder, spannend war es gewesen. 4-2 gewonnen bei Dürren Niederau. Dein Fazit zum Spiel bitte. Ja, ich denke, in erster Linie ist wichtig, dass das Ergebnis positiv ausgegangen ist, gerade in so einer frühen Phase der Saison. Dass wir 3 Punkte mitnehmen konnten. Ich denke, wir haben 2 unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Die erste Halbzeit eigentlich phasenweise sehr gut gespielt, verdient geführt. Hat aber den Gegner auch schon im Ansatz gezeigt, dass sie in der vordersten Linie brandgefährlich sind. Dann machen wir eigentlich zum richtigen Zeitpunkt die Tore, sprich das zweite und das dritte. Und dann muss man natürlich die ganze Geschichte nach hinten raus etwas souveräner runterspielen. Ne? Wir bringen uns dann unnötig in Schwierigkeiten. Wir haben ja dann nach hinten raus noch mächtig geschwommen. Da wäre immer das 3-3, war ja permanent in der Luft. Das darf natürlich dann mit den erfahrenen Leuten, die wir einfach haben, dann nicht mehr passieren, dass wir dann noch so in Bedrängnis kommen. Gott sei Dank macht dann der Bruder der lösende 4. Tor. Was die meisten Viktorianer auch noch interessiert, was mit Jimmy Mokuna? Ja, da gibt es ein paar Probleme. Ja. Das Problem ist, dass ja da immer wieder neue Formalitäten vom Verband irgendwie aufgedeckt werden. Jetzt steht die nächste Disposition. Wir haben ja nicht gedacht, dass er heute spielen kann. Das war der Stand heute Morgen. Jetzt hat der Jimmy eine Aufenthaltserlaubnis bis Mai 2009. Der Vertrag läuft aber bis Juni 2009. Da war jetzt wieder die Sorge, ist das wieder ein Formfehler in Ansicht des Verbandes? Ja? So, da steckt ja momentan keiner so richtig drin. Also ist das der letzte Punkt, den wir jetzt morgen klären müssen. Hat die Aufenthaltsgenehmigung bis Mai, könnte die uns einen Strich durch die Rechnung machen mit der Spielberechnung, weil der Vertrag bis Juni läuft. Deswegen war das eigentlich auch wieder eine reine Vorsichtsmaßnahme. Alles klar, danke dir fürs Gespräch. Alles klar.